mir das echt zu warm, nee. Das halte ich nicht aus. Zu viele Mücken. Zu gelb. Oh nee, hier ist es mir echt zu langweilig. So los! Zu sandig. Zu kitschig. Scheiße, ist das kalt hier. Wer, ich? Ach so. Okay, dann. Welch ein wunderschönes Wetter heute. Ja, da hast du recht. Das haben wir unserem Gott Ra zu verdanken, dieses schöne Wetter. Wie war dein Tempeldienst heute? Mein Tempeldienst, der war wunderbar. Ich habe erstmal Ra für diesen wunderschönen Tag gedankt, für unser Leben hier am Nil. Und Horus habe ich gedankt. Hast du denn gar keine Tempeldiener mehr, die das für dich erledigen? Klar habe ich die, aber die wichtigen Sachen muss man auch selber machen. Und hast du immer noch Sklaven, die das für dich machen? Ja, natürlich. Was denn sonst? Ich sag dir, Sklaven, wir sind zu nichts zu gebrauchen. Ich gebe dir mal einen richtig guten Tipp. Hol dir Freiwillige. Die sind richtig motiviert und die haben auch Spaß an dem, was sie da machen. Weißt du, Sklaven, die braucht man nicht. Die sind zu nichts zu gebrauchen. Ich habe die letztens in die Wüste geschickt, kamen die nach 2 Minuten wieder, weil sie verbrannte Füße hatten. Und die Freiwilligen, die machen das richtig gut. Sag mal, war das gerade eine von deinen Freiwilligen? Ja, das ist eine von mir. Die ist jetzt schon ein paar Monate da. Und ich sag, die kostet mich nichts und die macht die Arbeit richtig gut. Die sehen ja sogar richtig motiviert aus. Ja, weißt du, die machen so gute Arbeit. Weißt du, momentan, die putzen gerade die Sphinx für mich. Und die machen das richtig gut. Da bin ich 100% zufrieden mit deren Arbeit. Das müsste halten. Was macht die denn? Gallia est omnia, divisae patris tres, quorum unam incluunt pelagi, aliam aquiliani. Pelagi aliam aquacani, crestiam qui opossum, lingua cetace nostra, Galli ape I omnes lingua instititus lecus inter si differunt. Omnes lingua ins pelage. Spenden für Nottingham. Robin, du sammelst hier die ganze Zeit nur Spenden für die Armen. Dabei können wir uns nicht mal jemanden leisten, der auf unser eigenes Kind aufpasst. Aber ich habe doch schon immer Geld für Nottingham gesammelt. Ja, aber wir haben auch gar keine Zeit mehr füreinander. Wir machen nichts mehr. Ich kann nicht mal mehr zum Einkaufen gehen. Ich habe das doch schon gemacht, bevor wir uns kannten. Irgendjemand muss sich doch später an mich erinnern. Wir brauchen langsam echt mal jemanden, der auf unser Kind aufpasst. Hey, ich mach das. Freiwillig.
Das ist Kolumbus, Christoph Kolumbus. Er will übers Meer Indien finden. Nebenbei will er noch Amerika entdecken, aber keiner will ihm helfen. Deshalb segelt er anno 1490 heimlich mit einem Schiff und einer Mannschaft nur aus Freiwilligen, denn er hat kein Geld, auf eigene Faust los. Doch unterwegs gibt es schon die ersten Schwierigkeiten. Kolumbus brüllt: Alle Deck schrubben! Die Freiwilligen sagen aber: Was? Nee, das machen wir nicht! Wir sind doch freiwillig hier! Mach doch selber! Kolumbus brüllt: Segel setzen! Die Freiwilligen: Was? Nee, das machen wir nicht! Wir sind freiwillig hier! Kolumbus ruft: Land in Sicht! Die Freiwilligen: Was? Nee, das wollen wir nicht! Wir sind freiwillig hier! Nun hat Kolumbus aber die Schnauze gestrichen voll. Er hat keinen Bock mehr und setzt die ganze freiwillige Mannschaft aus. Kolumbus segelt enttäuscht zurück nach Hause, von wo er übrigens anno 1492 wieder in See sticht. Diesmal mit genug Geld und einer bezahlten Mannschaft. Aber das nur nebenbei ist auch nicht so wichtig. Die Freiwilligen indessen schwimmen ans nächste Land an und haben so Amerika entdeckt. Ganz unfreiwillig. So wundervoll und seine Ehre als Freiwilliger hier für so eine große Persönlichkeit einen solch großartigen Dienst haben. Ach, Entschuldigung, so einen großartigen Dienst treiben zu dürfen. Ne? Man sieht ihn ja auch hinter mir, wie er da wirklich lebendig als Herrscher über seine Stadt regiert. Ich glaube einfach, ich spiele eine große Rolle als Freiwilliger in seinem Leben. Vive la France! Vive la France! Je suis der König der Welt! Eigentlich kann ich es ja mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren. Und denn? Ist doch nicht so schlimm. Das wird doch eh niemand erfahren. Und für dein Leben ausgesorgt hast du auf jeden Fall. Ah, ich bin trotzdem ziemlich nervös. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Kaffee. Ey du, bring mir bitte einen Kaffee. Ja. Stell dir vor, in 100 Jahren wird man noch darüber sprechen. Sie werden Kinder nach uns benennen. Und es ist ja nur eine kurze Szene. Entschuldigung, Ihr Kaffee. Hm. Hol mir die Maske.
Frage. Keine Ahnung. Wer von uns steigt eigentlich gleich als erstes aus der Kapsel? Lass uns das doch rausknobeln. Hallo? Ja, hallo Papa. Na? Ja, mir geht's gut. Der Job macht total viel Spaß. Nein, Geld kriege ich dafür eigentlich nicht. Nein, ich mache das freiwillig hier. Mhm. Ja. Ah, Mist. Mist. Was soll ich dann eigentlich sagen, wenn ich auf den Mond angekommen bin? Nee, aber hör zu, das ist ja eigentlich ein kleiner Schritt für mich, aber hey, ein großer Schritt für die Menschheit, ne? Okay, tschüss, Papa. It's one small step for man, one giant leap for mankind. That's one small step for man, un pequeño paso para one giant leap for mankind. Dein Ernst? Das ist sowas von out of date. Und ich frage mich, wofür diese runden Dinger da sein sollen. Zum Glück können wir fliegen. Ja. Oh, hier geht's um Freiwilligendienste. Freiwillig? Was ist das denn? Das frage ich mich auch. Guck mal, da ist noch einer. Das ist auch ein Freiwilliger? Sowas haben die damals freiwillig gemacht? Im Leben nicht. Wozu haben wir heute entschieden?